Hallo und herzlich willkommen zu einem Quasi-Jahresrückblick, wo ich einfach mal ein paar verschiedene Sachen locker ansprechen möchte, denn ich denke, am Ende des Jahres kann man sich auch mal auf das besinnen, was man so im Jahr geleistet hat, beziehungsweise was man vielleicht auch versäumt hat. Und ja, gerade mein Kanal hat sich wirklich extrem entwickelt, beziehungsweise ist überhaupt erst richtig entstanden in diesem Jahr. Wenn ich mir angucke, was ich vor einem Jahr gemacht habe, also ich kann ja mal kurz runterscrollen, das ist dann teilweise, ich habe einfach nur irgendwelche Möchtegern-Let's Plays, Sachen, die ich lustig fand, hochgeladen. Wirklich Content war das noch nicht. Und meine 200 Abonnenten, die ich so habe, hatte damals, hatte ich auch eigentlich nur, weil ich unter den Videos von Hardware-Rat damals extrem viel kommentiert und geholfen habe. Deswegen war mein Start ins YouTuber-Dasein, sage ich mal, auch ein bisschen einfacher, als es vielleicht manche haben. Andere haben, die nicht schon 200 Abonnenten hatten, bevor sie Videos gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es dann halt langsam angelaufen. Ich habe halt immer noch mal mit Let's Plays versucht, irgendwas dazwischen zu machen. Aber ich habe halt schon gemerkt, Hardware-Videos gehen deutlich mehr ab. Hier mein Gaming-PC für unter 700 € mit den tollen entsetzten Smiley im Titel. Ja, sehr seriös. Der dann mal eben über 1700 Aufrufe gekriegt hat, weil keine Ahnung. Und dann hat der Rest kaum Aufrufe gekriegt. Deswegen habe ich gedacht, ja gut. Entweder mache ich mal irgendwann einen Zweitkanal für sowas oder ich lasse es ganz bleiben, was ich dann auch irgendwann getan habe. Denn ich habe mir schon überlegt, ob ich einen Let's Play-Kanal mache, weil grundsätzlich bin ich auch jemand, der für sowas Lust hat. Aber wenn ich dann für jedes 30 Minuten Let's Play-Video 10 Stunden brauche, das hochzuladen, dann ist mein Internet fast permanent blockiert und da hatte ich dann irgendwann auch keine Lust drauf. Und so ganz kurze Sachen kann man dann mal machen, aber da hat sich dann auch irgendwann nicht mehr so viel angeboten, deswegen habe ich es gelassen. Ja, neuer Hardware-Kanal, die Hardware Pros. Das ist ja ein bisschen nach hinten losgegangen, sage ich mal. Was heißt nach hinten losgegangen? Es war eigentlich ursprünglich ein Projekt, das gedacht war, verschiedene, ja, eigentlich die Kommentatoren unter Hardware als Video, die sich auskennen, zusammenzufassen in einen Kanal, dass man selber Videos machen kann. Das Problem war nur, dass die meisten selber einen Kanal hatten, auf dem sie Videos gemacht haben, weshalb der Kanal eben zu kurz gekommen ist. Das sehe ich ja selber an meinem Zweitkanal, wo ich auch eigentlich mehr machen wollte. Da fühle ich mich aber wesentlich verpflichtet. Und man macht dann auch seinen Hauptkanal und ist damit eigentlich schon ausgelastet und hat dann nicht wirklich Zeit für den anderen. Und da fühlt sich halt keiner zuständig. Und dann heißt es in die Skype-Gruppen-Konfi nach ein paar Wochen wieder: Macht mal da gefälligst wieder ein Video. Ja, keine Zeit und keiner hat wirklich Lust. Und dann schleift das Ganze halt und am Ende hat sich da halt nicht mehr viel getan. Hardware-Reviews waren ja schön. Irgendwo da unten hat es, glaube ich, angefangen mit dem Silencio 352M. Damals über Kontakte von Cooler Master direkt bekommen. Das war wirklich enorm. Als ich dann mein erstes quasi Review-Sample da hatte und so, wow, ein über 50 € Gehäuse einfach so zum Testen, bin ich damit richtig viel Enthusiasmus rangegangen. Ich habe damals noch gefilmt mit einem Galaxy S2 mit Kabelbindern auf ein Stativ drauf gemacht, also so Maximum amateurmäßig. Mehr geht gar nicht. Aber ja, ich hatte Spaß und als es dann relativ gut angekommen ist, habe ich natürlich auch gut gefreut. Und dann habe ich irgendwann mal von Tech Universe die Fireglider gekriegt, die ich immer noch an meinem Zweit-PC benutze. Das war natürlich mein erstes Maus-Review quasi, auch noch mit dem Handy gefilmt und habe mir dann auch schon Mühe gegeben, ein bisschen mehr mit dem Schnitt und Sachen rauszuschneiden, wobei das dann schon ziemlich Arbeit war und softwaretechnisch bin ich gar nicht so bewandert, wie die meisten denken. Das heißt, ich habe das, was ich zum Überleben in Anführungszeichen in der Softwarewelt brauche und danach hört es irgendwann auf. Ja, deswegen muss mich dann eben gucken, wie es mit Schnitt und so aussieht. Ich bin ja da aktuell auch immer noch sehr spartanisch unterwegs. Ich habe dann mal angefangen mit einer DayZ-Reihe, weil ich da einfach auch gerade extrem viel Spaß an dem Spiel hatte und mir gedacht habe, mache ich einfach mal was in die Richtung. Ist dann natürlich auch entsprechend gefloppt. Man kann keinen Hardware-Kanal führen, größtenteils, sondern auf einfach mal Let's Plays hochladen. Das weiß ich jetzt auch. Hat kaum Interesse gefunden und dann habe ich das eben wieder gelassen, eben weil die Upload-Zeiten auch so riesig waren. Hab dann mehr PC-Zusammenstellung gemacht und hab dann irgendwann mehr Review-Samples gekriegt, zum Beispiel von Cooler Master, den Hyper 612 V2. Ja, der Cooltech Silent Fan, dann eben Cooltech angeschrieben, quasi als mein erstes Unternehmen, was ich nicht über Kontakte habe. Und dann ganz schön Text geschrieben, der sich im Nachhinein relativ peinlich sogar für mich liest, weil ich wusste halt nicht, wie man so eine Firma anschreibt. Deswegen habe ich das
eigentlich viel zu persönlich formuliert, denke ich. Und ich habe dann den Lüfter entsprechend bekommen und das Review zugemacht. Man hat sich gut verstanden mit den Zuständigen und dann konnte es eben so weitergehen. LC Power habe ich dann auch erfolgreich angeschrieben und den LCC 120 gekriegt. Das war auch ein großer Entwicklungsmoment, wie ich finde, denn desto mehr Kontakte man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch öfter was rausbringen kann. Denn wenn man einen Hersteller quasi völlig aussaugt, macht er das meistens auch nicht lange mit. Außer LC Power. Da muss ich sagen, großes Lob an LC Power. Die haben wirklich entscheidend dazu beigetragen. Gerade in der Anfangszeit des Kanals. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so viel überhaupt schicken. Ich habe mir bei jedem weiteren Teil gedacht, so, na, wenn du jetzt schon wieder fragst, dann sagt er sicher nein. Aber es hat geklappt und manche Sachen haben sich dann auch wirklich gut gehalten. Ich meine hier über 1000, über 2000, über 2600 für die kleine Liquo. Wow. Und dann auch vom gleichen Zuständigen wie Kooltech dann das Narwal, die sind noch mit der Noxia und allen drin. Über PC Cooling läuft das. Und ja, auch mein schönes Gehäuse dann mal im Freien gefilmt, weil ich hatte damals noch keine Softboxen und dann war das Ganze eben von der Ausleuchtung immer sehr suboptimal. Ich glaube, das war auch noch mit dem Handy gefilmt und es war ein schöner sonniger Tag, also entsprechend draußen gefilmt. An den Grafikkartenkaufberatungen habe ich mich auch versucht natürlich, wobei die entsprechend AMD-lastig geworden ist. Das war relativ kurz, glaube ich, noch, als ich das aufgenommen habe nach der Betrugssache mit der 79 und ich war noch so richtig pisst. Deswegen merkt man mir das da auch stark an. Die nächsten sind dann teilweise etwas besser geworden, wie ich finde, und auch ein bisschen objektiver. Ja, der Macho, mein erstes Produkt von Thermalright, war auch wow, Thermalright, man hat ja Thermalright, gerade der Macho, der große, ist ja eigentlich der Mainstream-Kühler. Und wenn man dann von der Firma was kriegt, fühlt sich schon irgendwo schön an, beziehungsweise man fühlt sich selber einflussreicher, als man eigentlich ist, weil man, ich bin auch immer noch ein relativ kleiner YouTuber, da mache ich mir auch gar nichts vor. Deswegen überhaupt enorm, dass man sowas kriegt, denn selbst aktuell noch. Die meisten großen Firmen, was heißt die meisten, einige, muss man einfach so sagen, da kriegt man als YouTuber meiner Größe überhaupt gar keine Antwort. Das kann man so schön und so blumig formulieren, wie man will, das Anschreiben. Man kriegt keine Antwort. Wenn man dann eine freundliche Absage kriegt, ist das schon das höchste der Gefühle. Deswegen danke an alle, die mich schon unterstützt haben, an alle Hersteller, die mich unterstützt haben, als ich noch so klein war, dass ich überhaupt wachsen konnte und guten Content bringen konnte. Weil als Schüler mit einem kleinen Taschengeld und ja, da ist es halt einfach nicht möglich, hardwaretechnisch große Sprünge zu machen und sich alles einfach selber zu kaufen. Das wäre es ja auch jetzt immer noch nicht. Ich bin immer noch Schüler, bis ich mein Abi endlich mal machen kann. Deswegen, ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das Max Pro, lustige Sache, war von Mindfactory direkt. Das heißt, es gibt ja öfter mal diese Testers Keepers Aktion, dass man ein Review verfassen soll und dann kann man das behalten. Ja, das habe ich auch gemacht. Bei mir hat es ja nicht so gut abgeschnitten, weil hauptsächlich ging es um die Gruppenregulierung, die ich bei 600 Watt unangemessen finde. Ganz abgesehen davon, dass die Kondensatorenbestückung nicht so toll ist. Aber mittlerweile ist das auch kein großes Manko mehr, weil die deutlich im Preis gesunken ist, die Serie, zumindest die kleinen. Deswegen das 400er kann man aktuell schon für kleine PCs durchaus nehmen. Ja, was kann eine 250X 33 Minuten lang? Ich hatte sie mir eigentlich gebraucht gekauft bei eBay Kleinanzeigen für 35 Euro, glaube ich. Und ich habe einfach mal gedacht, ja, wenn du sie hier liegen hast, dann machst du mal kurz ein Video zu, dass es dann knapp 3000 Aufrufe gekriegt hat. Hätte ich das gesehen schon vorher, dann hätte ich mir, glaube ich, mehr Mühe gegeben, aber weiß man halt nicht. Deswegen grundsätzlich sollte man sich bei jedem Video Mühe geben, weil man weiß nicht, ob das irgendwie komisch durch die Decke geht. Gerade das C2 hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, weil es ist ja eigentlich nur ein relativ schlichter Würfel. Es ist nicht schlecht, keine Frage, aber es ist schlicht. Insofern wirklich enorm. Die PC-Zusammenstellung mittlerweile ja ein bisschen weniger geworden. Das kommt eigentlich da, liegt daran, weil ich halt die Möglichkeit habe, so viele schöne Sachen einfach zu testen. Und wenn ich die Wahl habe, mache ich contenttechnisch einfach ein PC-Zusammenstellungsvideo oder stecke ich die Zeit lieber in ein Review, dann stecke ich sie eigentlich in ein Review. Hier auch vom Cooler Master das Octane Kit. Auch hat mir sehr gut gefallen. Meine erste Maustastatur-Kombo quasi. Das Thumbnail übrigens von No Name Gucci Design. Ja, er hat das sogar dahin geschrieben, aber das YouTube, wie lange ist das Video-Ding? Und wenn man darüber klickt, das später ansehen Symbol, das verdeckt einfach alles. Das ist ein bisschen traurig. Auf jeden Fall sehr schön, dass ich so an so meinem Spektrum quasi erweitern konnte und auch das, was ich testen konnte, auch das Hadron.
Wobei ich da natürlich nicht der wirkliche Experte bin und auch nicht die Hi-Fi-Kopfhörer alle zum Vergleich da habe. Dann mit versteckt im Sockel ARM1 mein erstes Bauprojekt, was ich mir auch aus eigener Tasche finanziert habe. Hab dann einfach gedacht, ja komm, du willst jetzt ein Bauprojekt machen, was ist günstig, ARM1, ja, kann man das irgendwann später weiterverwenden? Ja, sicher irgendwie. Den PC nutze ich so in leicht veränderter Form auch aktuell als meinen Zweit-PC. Und da hatte ich wirklich viel Spaß beim Projekt und das war das erste Bauprojekt, was ich gemacht habe, weil ich finde, Bauprojekte sind bei einem Hardware-Kanal der nächste logische Schritt, der gegangen wird, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Irgendwann das Deep Silence 3. Ja, hat mir der Zuständige gesagt, ja, bei 1000 Abonnenten schicke ich dir das und bei 1000 habe ich ihn dann prompt angeschrieben, kriege ich jetzt ein Deep Silence 3 zum Testen? Fragezeichen. Ja, habe ich dann gekriegt, hat er sein Wort gehalten, fand ich auch wirklich super. 3000 Aufrufe zeugt ja auch davon, dass das Interesse wirklich groß war, weil das Deep Silence 3 konkurriert ja mit Fractal doch sehr deutlich. Dann Noctua, der NF S12A ULN. Noctua, ja, Noctua, eine der High-End-Marken, kann man ja eigentlich so sagen. Noctua-Produkte haben ja eigentlich immer sehr hohe Qualitätsstandards, der Preis ist natürlich entsprechend. Deswegen habe ich eigentlich mal auf gut Glück, ich glaube, das war auch irgendwann nachts, Noctua angeschrieben. So, warum nicht versuchen, kann man es ja mal. Und als ich dann eine Antwort gekriegt habe und wirklich einen Lüfter gekriegt habe, direkt von Noctua, da war ich dann schon ein bisschen baff. Und ja, es ist halt schön, wenn man sein Kontaktspektrum ausweiten kann. Reviews gingen dann entsprechend weiter und hier geht dann alles so ein bisschen weiter. Dann hier mein Budget Gaming reicht eine APU-Projekt. Wieder einen Schritt größer gegangen als bei dem ARM1-Projekt. Hier auch direkt mit ein paar Sponsoren. Von RateMax direkt das Gehäuse. Von LC Power das Netzteil und solche Sachen. Ja, ist halt schön, wenn man sich die Unterstützung da holen kann, denn so kann man das natürlich häufiger machen. Zumindest ich kann es häufiger machen. Es ist da weniger eine Sache von ich spare Geld ein, als eine Sache von ich kann es überhaupt machen. Weil momentan stecke ich eigentlich fast mein gesamtes Taschengeld, was ich so kriege, in YouTube und viel zurückgelegt wird da aktuell nicht. Ob das jetzt schlau ist, kann dann jeder selbst für sich entscheiden. Wahrscheinlich ist es es nicht. Aber ich habe viel Spaß bei dem, was ich mache und das ist mir dann auch persönlich wert. Ja, Bitphoenix hatte ich dann auch ein paar Sachen direkt zum Review da. Das ging da aber ein bisschen drunter und drüber und der Zuständige hat sich geändert und aktuell auch keinen Kontakt mehr. Aber könnte ich wieder aufnehmen, wenn ich es mal möchte. Aktuell bin ich auch so gut ausgelastet. Die Grafikkartenkaufberatung, wie ich finde, mit meine beste, mit 19.300 Aufrufen, also inhaltlich meine beste, es gibt ja eine, die hat mehr. Ist teilweise ein bisschen unverständlich für mich, dass sie so viele Aufrufe hat, weil bis jetzt sind alle Grafikkartenkaufberatungen komplett spontan entstanden. Das heißt, ich habe mir nicht vorher irgendwie Gedanken gemacht, sondern ich habe einfach alle Grafikkarten durchgegangen, die guten in einen neuen Tab geöffnet, die guten in Anführungszeichen, und dann jeweils was dazu erzählt und welche ich mir empfehlen würde, welche nicht, welche in welchen Leistungsklassen etc. Ja, und das ist dann halt einfach mal 19.334 Aufrufe. Das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt, wie viele Leute das eigentlich sind. Ist jetzt nur eine Zahl, aber ist natürlich enorm. Dann die Quickfire XTi, was auch wirklich eine große Sache war, weil die kostet 150 Euro, die Tastatur. Und dass ich die einfach so zum Testen kriege, das, wow, ist auch ein quasi kleiner Meilenstein für mich gewesen. Hätte man mir vor einem Jahr dann erzählt, ja, du kriegst eine 150 Euro mechanische Tastatur einfach so zum Testen, dann hätte ich denen den Vogel gezeigt wahrscheinlich und gesagt, ja, spinnst doch, wie soll ich das jemals kriegen? Aber hat offenbar irgendwo geklappt. Deswegen wirklich erstaunlich, dass ich das so weit gebracht habe für meine Verhältnisse, finde ich. Der Red Coal Tech HTPC auch in gewisser Weise etwas Besonderes, denn der Prozessor, wie der Name schon andeutet, direkt von Red Coal Tech zur Verfügung gestellt. Das war auch enorm, sage ich mal, weil A6 ist jetzt nicht so teuer, aber dass jemand einfach mir sowas schickt, damit ich ein Video drüber machen kann, das ist auch enorm, wie ich finde, und hätte ich nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, wo ich das selber machen würde in der Preisklasse. Naja, wenn ich irgendwann arbeite und dann auch mehr Geld verdiene, ist das vielleicht auch möglich. In meiner aktuellen Situation natürlich als Schüler nicht wirklich möglich. Und selbst wenn es möglich wäre, würde man das nicht machen. Ja, weitere Reviews und auch ein paar neue Konzepte, auch mit dem Titel, weil wenn man einfach nur Test-Review schreibt, okay, aber was kann ein 22-Euro-Gehäuse, ist dann schon etwas eingängiger. Das auch übrigens kein Review-Sample gewesen, denn es ist
teilweise einfacher an hochwertige Sachen zu kommen wie an die der Budget-Klasse, weil die Hersteller wissen genau, dass die Sachen der Budget-Klasse auch entsprechende Makel öfter mal haben als die der hochpreisigen Klasse. Deswegen ist es da teilweise schwerer noch ranzukommen. Wenn man dann aber klar macht, dass man das weiß und natürlich ein Gehäuse auch entsprechend seiner Preisklasse bewertet, es macht jetzt keinen Sinn, das GT White mit einem Silent Base 800 oder so zu vergleichen und zu sagen, jo, scheiße, ne? Da hat keiner was von, weil ein 22-Euro-Gehäuse kann du mal nicht das leisten, was ein so hochpreisiges leistet. Ja, beim LC Power Outdoor zum ersten Mal ging es in die Natur quasi, weil die Tarnung hat sich einfach so unglaublich angeboten. Ich finde, wenn Outdoor schon im Namen war, musste ich das auch tun. Da war ja ein ziemlicher Abstand zwischen den Videos, glaube ich, weil da war ich ziemlich krank und ich war eigentlich noch relativ krank, als ich rausgegangen bin. Ich habe es dann als Entschuldigung genommen an die Eltern, so, ich gehe jetzt mal ein bisschen an die frische Luft, tut mir mein Zustand sicherlich gut. Bin dann mit Stativ und Kamera in den Wald gegangen und habe da das Review gefilmt. Also auch ziemlich spontan. Ja, die Ligmax 2240, meine erste 240er Wasserkühlung, auch schön zum Reviewen. Die Aerocool Aero 800, Aero 500, Aero 1000, ich habe ja die ganze Serie quasi getestet, auch eigentlich enorm. Vielen Dank da auch an Etonix Media, dass die Zusammenarbeit so problemlos klappt. Hätte ich nicht mit gerechnet, ich dachte immer, das ist ein bisschen schwieriger, aber wenn man dann irgendwann auch auf Du und Du ist, kann man sich da auch auf menschlicher Ebene besser verständigen und die Unternehmen versuchen sich da auch nicht hinter Klauseln und Anträgen, was auch immer, zu verstecken. Das ist da deutlich lockerer, als man sich das von außen vorstellt. Insofern, ja, vielen Dank an alle, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Für einen Kanal meiner Größe ist das wirklich ein Privileg und ich hätte nicht gedacht, dass man als verhältnismäßig kleiner Kanal überhaupt an solche Sachen kommt. Ich dachte, da braucht man immer so 50.000 Abonnenten mindestens und darunter kriegt man gar nichts. Ist ja aber überhaupt nicht so. Deswegen, als Außenstehender, früher habe ich das so gedacht, aber hat sich dann in der Praxis eben anders gezeigt. Weitere Reviews und dann der Red Power Cube, mein quasi erster farblich abgestimmter PC. Mit dem hatte ich auch viel Spaß und habe noch eine Menge Fotos gemacht, weil ich fand, am Ende sah er doch ziemlich geil aus. Teilweise waren dann auch Designentscheidungen dabei, wie ich die MSI-Grafikkarte ohne gekühlte Spannungswandler, die ich so wahrscheinlich überhaupt nicht gekauft hätte und nur gekauft hätte, weil sie vom Design gepasst hat. Inwieweit das natürlich einen Sinn gibt, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie die Prioritäten liegen. Bei mir war es halt die Priorität Design bei diesem Projekt. Aus logischer, rein technischer Sicht hätte wahrscheinlich eine andere Karte mehr Sinn gemacht. Ja, und dann in letzter Zeit die A80 eben und Skulldozer aus dem Cooltech Skull vom Gehäuse und Bulldozer wegen dem FX, deswegen schön zusammengesetzt, wie ich finde, ist mir spontan eingefallen. Ich habe noch rumgefragt, ob irgendwer eine bessere Idee hat, aber irgendwie kam nichts bei raus, also habe ich Skulldozer genommen und ich finde, das klingt auch eigentlich gar nicht so schlecht. Der dritte Teil dauert ja aktuell noch ein bisschen, ich glaube der PC, ja, der steht neben mir und ist gerade schon am Downloaden. Ja, ein paar Tage wird das noch brauchen und sonst wirklich von meinem Kanal her enorm, was ich geschafft habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so durchstarten kann. Gerade die Sommermonate haben wirklich extrem viel gebracht. So Scherze wie 15 Abonnenten am Tag. Also quasi das, was gerade Klickstra durchmacht. Also was heißt durchmacht? Er hat ja auch gerade ziemlich einen Hype. Ach, apropos andere YouTuber. Vielen Dank an alle, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich hätte früher gedacht, dass dort viel mehr Konkurrenz herrscht. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es ja mehr eine Gemeinschaft ist und ganz ehrlich, wer mich abonniert hat, wird auch Klickstra, Tech Universe, den ganzen Rest zu hoher Wahrscheinlichkeit abonniert haben. Man nimmt sich ja gegenseitig nicht wirklich was weg, außer zum Beispiel bei Tech Universe mit dem Antiphon, wo es ein bisschen unglücklich war, dass unsere Reviews quasi direkt hintereinander gekommen sind. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen absprechen können, aber rechnet man ja auch nicht damit, dass sowas passiert. Naja. Aber sonst schön, dass man sich untereinander eigentlich ganz gut versteht, dass man zusammen mal Videos machen kann, wie mit Klickstra oder zusammen auch mal was spielen kann, dass der Umgang eben noch locker ist. Grundsätzlich, wenn man alles bekommen könnte an Samples, sodass man seinen Kanal voll entfalten könnte, würde ich sogar einen kleinen Kanal vorziehen, denn es ist einfach, die Community-Nähe ist noch gegeben. Wenn man später einen großen hat, das sieht man ja bei den Großen, die können kaum noch oder wenn nur sehr vereinzelt auf Kommentare eingehen und arbeiten oftmals an der Community vorbei. Deswegen finde ich es schön, dass man bei so einer Größe eben noch auf die Community eingehen kann und auch wenn man ein bisschen Zeit investiert, auf fast alle Kommentare antworten kann. Mittlerweile wird es schon schwierig, wenn man dann täglich 5 Anfragen, kannst du mir in der Preisklasse einen PC zusammenstellen, kriegt, weil wenn man keine vorkonfigurierten Sachen hat, wie ich mal hatte, dann ist es halt schwierig, die Zeit dafür aufzubringen. Dann muss man teilweise auch einfach mal leider Nein sagen.
oder das der Community überlassen, was ja meistens super funktioniert. Deswegen auch ein Danke dir nochmal an alle, die in den Kommentaren helfen. Denn wenn man dann nochmal 5 Minuten wartet, ist gleich irgendwer mit einer PC-Zusammenstellung da, die meistens auch ziemlich optimal ist. Deswegen vielen Dank an alle, die da mithelfen, den Kanal zu gestalten und der Community zu helfen, den Hilfesuchenden zu helfen quasi und Beratung zu geben. Weil alleine würde ich das wahrscheinlich nicht alles schaffen und alle angemessen zu beraten. Deswegen vielen Dank dafür. Ich habe jetzt nochmal bei den Analytics die Aufrufe, das ist wirklich extrem steil gegangen. Und gerade hier, man sieht es Anfang Sommer, ist das hochgegangen wie sonst was. Ich habe keine Ahnung, woher das kam und hat sich dann so ja leicht steigend stabil gehalten. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden da mit, wo ich stehe. Vielleicht kommt hier nochmal so ein Sprung. Schön wäre es natürlich, aber wenn es nicht zu erwarten ist, weil das war schon ein bisschen merkwürdig, aber ich will mich nicht beschweren. Knapp 170.000 Aufrufe, wenn man in den gesamten Zeitraum geht, wo ich noch die Quatschvideos gemacht habe, dann komme ich, glaube ich, sogar über 170.000, ja, knapp 180.000 Aufrufe, das ist schon meine Hausnummer. 180.000 Aufrufe, das ist echt heftig. Und 615, ein Jahr und 79 Tage Wiedergabezeit. Ja, es ist wirklich enorm, was ich da erreicht habe und was für einen Einfluss ich geschaffen habe. Also ich denke, er ist immer noch recht klein natürlich. Es gibt die Millionen YouTuber, damit kann ich mich natürlich nicht ansatzweise messen. Aber ich denke, dass ich doch schon einigen Menschen helfen konnte und einige Menschen informieren konnte und mich von einem quasi Quatsch-YouTuber, der einfach nur irgendwelche mehr oder weniger witzigen Videos hochgeladen hat, was eben mein Humor getroffen hat, habe ich mich doch zu einem zumindest semi-professionellen YouTuber entwickelt, so ganz ohne Spaß hier und da kann ich dann auch nicht, so bin ich einfach, aber grundsätzlich denke ich, dass ich mittlerweile eine solide Basis habe, auf der ich im nächsten Jahr ansetzen kann. Um die Zeit des Frühlings rum wird es dann ein bisschen weniger werden teilweise, weil Abitur ansteht, ist dann halt schwierig, beziehungsweise da werde ich ab und zu vielleicht noch eine PC-Zusammenstellung bringen können, aber dann erstmal nicht. Nach dem Abitur halt 6 bis 8 Wochen frei, da kann ich dann wieder richtig was bringen. Deswegen wird es dann eine kleine quasi Auszeit geben, zumindest kann ich da keine aufwendigen Reviews oder PC-Bauprojekte machen, weil das zeitlich einfach nicht drin ist. Da liegen die Prioritäten doch ganz klar darauf, das Abi zu schaffen, auch wenn ich jetzt schon einen Ausbildungsplatz sicher habe. Ja, Ausbildungsplatz sicher, ganz fängt dann im nächsten Sommer an. Da muss ich auch zu sagen, kann es dann auch teilweise Aussetzer geben, weil die Ausbildungsstätte teilweise woanders ist und da kann ich meinen PC nicht mitnehmen und maximal einen Laptop und da kann ich eben auch keine Reviews oder sowas machen und PC-Zusammenstellung eigentlich auch nicht, weil ich kann nicht mein ganzes Großmembranmikro und alles mitschleppen, das funktioniert so wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht mehr, ob ich da gutes Internet haben werde, deswegen kann es da schon ein bisschen eng werden, ich werde dann gucken, ob ich vorproduzieren kann, aber da mache ich mir jetzt noch relativ wenig Gedanken drüber, das ist alles noch eine Weile hin, direkt Anfang nächstes Jahres wird es erstmal ein paar weitere Reviews geben, ein paar Lüfter kommen noch, ein Kühler und ein kleineres Bauprojekt wird auch noch anstehen. Ja, ein Bauprojekt nach dem Bauprojekt wird relativ direkt kommen, hat sich bei mir aber einfach so angeboten. Und man möchte ja auch nicht eventuelle Sponsoren monatelang warten lassen. Außerdem möchte ich selber nicht monatelang warten und wenn ich was produziert habe, möchte ich es dann auch rausbringen. Deswegen hoffe ich, ihr habt auch im weiteren Jahr Spaß an meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt Spaß an meinem Kanal, egal ob ihr erst seit gestern dabei seid oder schon seit den Anfangszeiten mit dabei seid. Vielen Dank, dass ihr mitmacht. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns wieder hier natürlich auf meinem Kanal, Mr. Apfel. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag, einen schönen Rutsch ins neue Jahr, eine schöne Restferienzeit für alle, die es noch haben und tschüss!